So, da sind wir wieder bei Destiny. Letzte Folge hatten wir ja den längsten und schwersten Kampf bis jetzt. Und wir haben mit diesem Kampf auch Altrussland oder auch besser gesagt die Erde von den Story-Leveln her abgeschlossen. Wir haben ja zur Einführung Level 1 gehabt, das ist hier nicht drauf. Wir hatten Level 2 gespielt, Level 3 gespielt, Level 4 gespielt, Level 5 gespielt. Und hier ist nur noch Level 4 Patrouille und Level 8 Strike. Aber wir spielen ja die Story und nicht den Strike oder auch Patrouille. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem Planet fertig und sind auch jetzt auf dem Mond mit Level 6 Story. Das dunkle Jenseits. Aber bevor wir zum Mond gehen, gehen wir noch zum Turm. Und zwar will ich auf dem Turm nochmal schnell gucken, weil da ist ja ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, da gibt es auch was Neues. Und wenn es auf dem Turm was Neues gibt, heißt das hingehen, hingehen, hingehen. So. Ladezeiten, wie man es ja von Destiny gewohnt ist, 8 Stunden. Obwohl es bis jetzt eigentlich nie so ewig gedauert hat. Also wenn man online spielt mit ein paar Freunden, dauert es wirklich richtig ewig. Da braucht man manchmal so 5 Minuten, um ein Story-Level zu starten oder so. Also, ist schon krank sowas, ist schon krank. Ja. Und da fliegen wir. Ja, das fliegt jetzt auch ein bisschen. Sieht aber immer noch ganz nett aus, das Flugzeug. Ich glaube, wir holen uns irgendwann mal ein neues, wenn wir genug Geld haben. Wir haben jetzt schon ewig nicht mehr gekauft. Wir müssten ja eigentlich Milliardär sein, so viel wie wir zugezockt haben. Und ich nehme ja gerade alle Folgen an einem Stück auf, auch wenn das gar nicht so einem vorkommt, aber ich nehme alles nacheinander auf. Bis jetzt. Also es ist jetzt noch kein... Also ich nehme alles an einem Tag, also es ist immer noch der 9. Naja, weil... Oh, wir haben schon welche, die Rüstung. Wir haben schon welche, die rote Rüstung. Oh mein Gott. Kranke. Ja, genau, solche Leute. Solche Leute gibt es in Titanfall auch. Nur eben... Gleich ein bisschen anders. Ja? Neue Waffen. Mehr Waffen. Oh mein Gott. Maschinengewehr. Raketenwerfer. Lol. Okay. Okay. Minigun. Hätte ja eine große Feuerrate, aber sind nicht stark. Ich glaube, ich nehme den. Ja, ein Doppelmagazin. Geschwindigkeit ist ein bisschen weniger. Nachladen dauert ein bisschen länger, aber zweimal schießen finde ich, glaube ich, besser. So, was haben wir denn noch? Impulsgewehr, Schrotflinte, Automatikgewehr, Level 6. Okay. Vergleichen. Auch von einer anderen Firma, das finde ich auch ganz gut. Ja, die wollte ich ja mal in den Tresor packen. Ah, hier ist das Ding. Cool, 49, 43.
Passt. Ja, also ich will auf jeden Fall noch Level 8 werden. Ja, in dieser Aufnahmesession, also heute am 9. Ja, wenn ich gleich die coole rote Rüstung habe. So, wenn ich das jetzt... Ja, hier gibt es jetzt die Rüstung. Suchst du Shax? Hier ist er. Du willst es? Du kriegst es. Bis dann. Das Licht hat viele Geheimnisse, Warlock. Viel Glück damit. Ich hab gerade mit meinem Mikro war auf stumm. Ich habe keine Ahnung, wie es auf einmal auf stumm war, aber es war gerade auf stumm. Ich weiß jetzt nicht von wann bis wann. Aber ich glaube irgendwo beim Waffenhändler oder so, weil da bin ich irgendwie dagegen gekommen, so ganz dumm. Keine Ahnung. Ihr habt ja aber alles gesehen, was passiert ist. Also bald abgeben. Nehmen wir das mal mit. Und da hinten ist noch was bei der Poststelle. So, was gibt's hier? Was? Ist wieder der Aufgabenbereich, okay. So, gehen wir mal zur Bank. Und zwar möchte ich gern lagern. Lagern. Du nicht, du nicht, du nicht. Lagern. Lagern. Ich hab was Neues. Ah, okay, ja, keine Weisheit. Ach cool, da wird das... Da geht es einfach schneller. Cool. Das ist doch schön. So, was haben wir jetzt hier? Zwei Waffen, zwei davon. Genau. So, wo ist jetzt noch was? Ja, bei dem, aber da war ich doch gerade schon. Okay. Gehen wir aber noch mal zu noch mal hier runter. Okay. Was hast du noch mal verkauft? Bitte. Willkommen. Bitte. Ach so, die Emblems. Embleme. Emblems. Ja, welche treff. So, mal gucken. Okay. Jetzt ist es zu riskant. Hi. Ich hätte gern irgendwas. Oh Mann, scheiße, bei 20. In der Beta gab es eigentlich fast überall irgendwas zu finden. Du hast nur die mal eine Story gespielt. Und das irgendwie 20 Milliarden Sachen ins Gesicht gekriegt. Die du nicht mal alle benutzen konntest und die Hälfte wieder weggeschmissen hast. Schmerzige Marken. Okay. LOL. Diese Waffen sind irgendwie so krank.
Richtig krank. Fokusgewehr, oder? Ne, Schrotflinte. Lol. Ah, Schmidt-Ziegelrüstung. Ah, hier ist also die legendäre Rüstung. 120. Was ist jetzt der Unterschied? Also für Scout-Gewehre, für Impulsgewehre. Okay, ich mach beides nicht. Cool, freue ich mich. So, gehen wir doch mal wieder zum Orbit. Ah, ich bin Level 6. Cool. Wusste ich gar nicht, dass ich jetzt auch Level 6 bin. Das habe ich gerade nur so unten gesehen. So, wieder richtig hingehockt. Und da sind wir wieder. Ziel festlegen. So, dann gehen wir doch mal. Oh, ja, jetzt habe ich hier den Schmelztiegel. Nichts mit Schwert, sondern Schmelztiegel. Können wir auch spielen, das ist jetzt der Multiplayer, aber wir spielen die Story. Und zwar Ozean der Stürme auf dem Mond. Auf normal, weil ich bin nicht Level 9, deswegen muss ich nochmal starten. Dann machen wir das nochmal. So, in der Zeit trinke ich mal was und mute mich mal wieder. So. So. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Früher habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Ja, ein Hüter kam hierher, um sich einen Weg in die Scharfestung zu bauen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach da vorne. Was ist das für eine Flagge? Na, wo vorne? Nach hier unten? Oder nach da? Ich bin nach da. Das kann ja nicht rufen. Ernsthaft nicht. Ich meine, ich kann ja nicht mehr mit einem coolen Auto fahren. Ach ja, wir haben jetzt die zwei stärkeren Waffen. Aber keine Muni für das Spezialding. Ah ja. Hm. Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten Gefallenenhaus an sich genommen hat. Okay, hier liegt einer. Hey du. Von da? Mich mal. Einfach. Teile dieser Ausrüstung wurden erst kürzlich benutzt. Gefallene reaktivieren keine alten Systeme, aber vielleicht der Geist des Hüters. Okay. Dann mach mal. Das war vielleicht zu gut gemeint. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Wo denn? Gefallene. Wir werden gejagt. Werden wir doch immer. Oh mein Gott, ist die Waffe gut. So, da ist noch einer. Welche ist er?
Okay. Bisschen dunkel hier, aber geht. So. Okay. Boom. Weg ist er? Ich bin tot. Scheiße. Neue Waffen und trotzdem gestorben. Hm, schade. Achso, wieder ein Weg, stimmt ja. Jetzt können wir hier rausschweben. So, ich um die Ecke. Er hat Muni fallen gelassen für meinen Raketenwerfer. Läuft bei ihm. Man da. Nee. Junge, wo bist du? Hey. Okay. Warum kann ich mir mein gutes Auto nicht vorbeirufen? Ah, okay. Ah, okay, hat sowas gebracht. Okay, weg ist er. Da ist einer. Okay. Jetzt kannst du dein Sparrow leben. Wir sind verbunden. Die Koloniebasis, nach der er gesucht hat, müsste auf der anderen Seite des Berghangs sein. Wenn sie noch steht. Okay, jetzt kann ich ihn nehmen. Cool. Jetzt sind die Gegner auch Fahrzeuge. Okay. Und ich kann schießen. Das finde ich nicht okay. Scheiße. Ich bin tot. War mir klar. War mir richtig klar, Captain. Okay, wir stecken mal wieder ein. Und sind immer noch. Nee, waren wir hier schon? Nee, wir waren doch. Nee, doch. Jetzt sind wir die Beleuchtung an. Ah. Ja, die Mondlandschaft sieht ganz nett aus, finde ich. Ist nicht so eintönig, schwarz-weiß, wie man, also so weiß, wie man es eigentlich vom Mond kennt. Die ist ein bisschen mit Blau verfeinert. Tja, hierhin war er unterwegs. Boah, einfach drüber geflogen. Ja.
was. Okay, sterben. Okay. Und. Ja, haben wir doch einen Kollegen noch gefunden, der uns hilft. Ah, wir sind da hoch, okay. Wir hätten da theoretisch reinfliegen. Die Idee habe ich jetzt, ja. Schafft man nicht. Okay, weg geht's noch. Okay. Ist okay. Ja. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. So, geistiger Geist, geh mal rein. Was ist denn das? Seine Notizen. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Crota. Ist gar nicht weit von hier. Fehlt hier eine Todesfalle. Okay. Der Boden ist hier kilometerweit untertunnelt. Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen passiert. Keine Ahnung. Ich will da drüber. Ja. Ich kann's halt. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Da vorne, ein gefallener Hüter. Oh, da war wohl jemand tot. Der Arme. Mal schauen, was jetzt mit ihm ist. Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Wir gehen besser auf Abstand. Hm.
Okay. Und da geht gerade ein Tor kaputt. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Jetzt wäre ich im Endeffekt gut. Gegner, oh, das ist der Ritter. Richtig fail, ich check's erstmal nicht. Oh, das war. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Das war so eine Zone. Ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch, komm. War ich da? Nee. Hä? War ich daneben? Was läuft? Er steht in einem Stein und trifft mich. Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Okay, ich komme mal zurück. Tschüss. Stirbt er nicht jetzt? Wow, wow, wow. Hier geht ja was ab. Double Kill. Ist hier viel los. Wird schon wieder so eine kleine Folge. Nein, das war der falsche Scheiß. Das ist nicht der Ritter, stimmt. Ey, wo kommst du denn her? Blümchen hier.
Ach, da! Ich empfange das erstärkende Licht eines Geistes. Da drin. Oh, Scheiße. Komm her! Ah, nein, tot. Scheiße. Ach, schade. Schade. Ich empfange das erstärkende Licht eines Geistes. Da drin. Cool. Hab ich da den schon gekriegt? Ich bin da. Nicht sowas. Los, Hexe. Hexe. Jetzt Hexe kommt. Ja, was man ja eigentlich voll overpowered ist. Die auch nicht richtig einsetzen. Ist nicht einfach so. Sondern... So! Ja, geil, tot, ja! Ach, das ist keine Hexe. Oh. Also, voll spät. Das ist gefickt. Egal, wir haben ja ein paar Suche. Und schon 32 Minuten. Finde den Geist für Details. Ja, beziehungsweise die Schalen. Machen wir es noch was. Oh mein Gott! Gegner! Ah, weg ist der. Boom! Boom, look crazy. Was mache ich jetzt? Bam! Was? Keine Muni mehr? Troll? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh, sterben, Junge. Ich schaff das wieder nicht. Ich verreck wieder. Soll ich meine Granate direkter Treffer. Läuft. Nein, ich hab nur... Er hatte so wenig Leben, ey. Ey. Ich empfange das erstärkende Licht eines Geistes. Da drin. Ich warte erstmal. Keine Special Muni mehr. Thank you.
Gott. Der Geist ist tot, aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Wo müssen wir denn lang? Ah, okay, ist Ende. Hahaha. Streugranate. Okay. Was kriegen wir? Helm und einen Toten. Okay. Was bringt denn das? Hier ist neu. Oh, neue Stiefel. Oh, das sieht nice aus. Weg damit. Oh, das sieht nett aus. Okay, fortsetzen. Fokuskontrolle. Okay. Wir kriegen ja immer mehr schönes Equip. Freut mich. Oh, es ist Nacht. Ach, und das ist jetzt der Mond. Läuft. Okay. Da piept gerade irgendwas vor dem Hintergrund. Nervt mich ein bisschen. Okay, so wie es aussieht, ist derselbe. Mach ich den anderen weg. Ich brauche ja nichts so mit. Inventar. Okay. Ja, ist Missionsprämie. Von den Chance weit zerstört, dass keine Hoffnung mehr auf eine Bestellung besteht, sollte dem Sprecher eben. Okay, jetzt hier festlegen. So, fliegen wir nochmal schnell zum Turm und machen das nochmal. Dann müsste es ja passen eigentlich für die Folge. Und ja. Hoffen wir doch mal, dass es jetzt so schön ist. Wie das jetzt ist. So schön ist, wie das jetzt ist. Und da fliegen wir zurück. Zur Erde. Immer schneller. Gleich sind wir da. Aber ist gleich. Jetzt. Jetzt sind wir da. So. Hab ich Post? Ja, ich habe Post. Ich möchte meine Post. Cool. Hi. Ja, und zu dem hinten, genau. Da winkt jemand. Zeigt. Okay. So, gehen wir doch mal zu dem da, nochmal. Zu dem Sprecher. Dann müssten wir eigentlich schon fertig sein mit der Folge. Es ist noch so wenig übrig. Hi. Was ist das? Toter Geist. Ich bin die Gegner. Öffne dich für den Kampf. Es gehört in solch viele Hände wie die deinen. Cool, danke. Ich bin nett. Ich weiß. Immer noch Stille. Ich kann da reinspringen, das ist voll cool. Ja, das ist spitze sind, man kann einfach drüber rennen. Kann man hier sterben?
Steht drin, oh mein Gott. Vielleicht können wir die Kammer zerstören. Dann renne ich mal zum Waffenmeister. Der mir da mal irgendwas gibt. Vielleicht ja irgendwie ein schönes Automatikgewehr mit einem 200er Schaden, was voll crazy wäre. Hi. Läuft. Fokusgewehr, Scharfschützengewehr, Schrotflinte. Ein Kill mit der letzten, mit dem letzten Projektil im Magazin verringert die Nachladezeit. Läuft. Das ist ja dumm. Ich würde ihn ganz einfach bam 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 machen oder wie? Hm, Sniper vielleicht? Nein. Ja, nehme ich. Ja, gute Wahl. Finde ich auch. Oh ja, die Waffe mit dem schönen Schaden. Mit dem Licht hast du was drauf, aber du brauchst auch eine Handfeuerwaffe. Genau, finde ich auch. So. So. So, was diese beiden Waffen jetzt können, werden wir beim nächsten Mal sehen. Die anderen beiden. Dämmerungs. Ja. Okay. Die mal wegmachen. Und die wegmachen. Genau. Jetzt haben wir ja alles eigentlich. 106 Verteidigung schon, okay. So, was ist denn das nächste, was wir freischalten? Ah, hier unten. Fokussierte Kontrolle, verbessert Gleiten für erhöhte Richtungskontrolle in der Luft, okay. Und Streugranate, eine Granate, die sich in Streumunition aufstellt und ein größeres Gebiet mit Explosion übersät. Cool. Gefällt mir. So, haben wir hier unten irgendwas? Nein. 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 Nein, und? Zeichen der Ältesten und Rune des Schülers. Das habe ich doch jetzt schon gekauft. Egal. Beschütze uns. Mache ich. Jetzt haben wir das coole Gewehr auf dem Rücken. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ein paar Schar und, wie sind diese, Gefallene zu killen. In Destiny. Hier haben wir schön Mond, wo wir eben waren. Und nochmal den Reisenden und uns natürlich. Wir können uns natürlich auch hier auf das Geländer hocken. Weil es geht. Und holen uns nochmal an. So. Würde ich sagen, mit diesem schönen Ausblick sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder und haut rein.